Ich hab's dir doch gesagt, Markus. Ich habe ein paar interessante und wertvolle Dinge gefunden. Seht sie euch ruhig mal an. So, so. Warte mal, da ist er. Das heißt, ihr seid auf dem Weg ins... Ich tue dir mal in meine Truhe. Was? Gar nichts. Er hat bloß gerade sein Ding gesehen. Ganz genau. Und das war sehr witzig. Das Teil hat ein paar echt gute Chokes drauf. Was ist Chokes? Jokes. Ach so. Hui. Digi dick. Ein Rachehage bei Level 47 kriegt eine Rune, die heißt Schattenansturm. Beschwert Schattenbestien, die über den Boden fegen und getroffene Gegner Schaden zufügen. Also ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass es den Tier Schaden zufügt. Einer Thema kann ich ein einzelnes Schattenbestie beschwören, die über mir schwebt und Granaten rumschmeißt. Und Level 60 Rune fliegender Angriff ruft Schattenbestien herbei, die vom Himmel stürzen und den Zielort bombardieren sowie Gegner im Wirkungsbereich betäuben. Okay, gehen wir los, gehen wir weiter. Wenn es sein muss. Hahaha, Verarschung. Jetzt habe ich gedacht, ich könnte zwei Zweihandwaffen ausrüsten, aber es geht nicht. Jo, genau. Na, ich habe ja den Skill, dass ich eine Zweihandwaffe ohne Schild also mit Schild ausrüsten kann. Ah. Nur da steht nicht, dass es dich auch mit einer zweiten Zweihandwaffe geht. Auch vielleicht eine zweite Einhandwaffe. Nee. Zwei Einhandwaffen kannst du auch so tragen. Dazu Porsche ja, kannst du. Ja, aber eine Zweihand und eine Einhand. Nee, das habe ich ja gerade versucht. Muss ein Barbar nehmen, der kann das bestimmt. Nee, das finde ich ja so enttäuschend, der kann das nicht. Das ist schon die Verarsche. Kommst du oder? Dale, ich bin schon dort. Hä? Du bist derjenige, der fehlt, wie immer. Wie immer? Ja, du bist scheiße, du riechst nach Kaka. Lake. Ich konnte nicht länger untätig zusehen, während ihr euch Asmodan stellt. Viel Zeit ist vergangen, seit ich zuletzt den Nervenkitzel des Kampfes gespürt habe. Die Zerstörung meiner Belagerungswaffen ist unendlich. Diener! Mit jeder Stunde strömen mehr meiner Streitkräfte aus dem Höllenschlund. Schon bald werden sie eure armselige Bastion dem Erdboden gleich machen. Mutige Worte, Asmodan. Aber Worte sind das Einzige, was ihr uns noch entgegenschleudern könnt. Vorwärts! Jetzt treiben wir Asmodans Armee zurück in den verfluchten Krater. Es hat uns genug Mühe gekostet, euer Schwert der Gerechtigkeit neu zu schmieden. Ich freue mich darauf, es endlich einmal im Einsatz zu sehen. Lasst uns aufbrechen. Geil. Zurück in die Hölle, Dämonenpack! Ich bin nur ein Späher. Ich sollte das Schlachtfeld von diesem Turm aus überwachen. Noch heute Abend würze ich mein Messer mit Kobaltblut. Schon auf den Kampf.
gehen wir kurz. Das Ereignis machen. Jetzt ist gerade Tira hier so schnell hinterhergerannt. Er wird nicht mehr lange in dieser Welt weilen. Ihr müsst alleine weitermachen. Ich verstehe. Hab Dank für die Nachricht. Ich werde sie seiner Familie überbringen. Ach nee. Bei irgendjemand ist gerade eine Polizei vorbeigefahren. Das war ein Krankenwagen und ich sag ja, der fährt hier jeden Sonntag vorbei. Ich hab's gar nicht gehört. Man muss mir helfen. Oh Mann. Passt auf! Ich hab einen Goblin getötet. Wow. Los geht's. Da sind. Habt ihr die Sachen jetzt nicht gekriegt oder was? Ich hab da nichts. Bei mir war da nur Gold. Ja, Gold ist so. Weil ich hab hier einen Goblin getötet. Goblin! Was ist hier geschehen? Yeah! Ich hab einen legendären Gegenstand bekommen von meinem Goblin. Zweihandflegel sogar. Warum seid ihr so weit entfernt vom Rest der Truppen? Alle meine Jungs sind tot. Und ich habe vor, diese Bastarde leiden zu lassen für das, was sie getan haben. Helft ihr mir? Hier kommen sie! Angriff! Sieg, die hässlichen Engelchen beehren uns endlich mit ihrer Anwesenheit! Macht sie nieder! Diese Würmer sind hinter uns aufgetaucht. Einfach entzückend. Sie versuchen uns in den Rücken zu fallen. Noch nicht bereit. Das ist der letzte dieser kreischenden kleinen Teufel. Tötet sie alle! Sie sind alle tot und wir nicht. Das würde ich einen Sieg nennen, hä? Ich werde diese Brücke halten. Geht weiter. Ihr habt den Kopf eines Dämonenfürsten auf einer Pike aufzuspießen. Das suchen wir nicht. Ganz schön schlecht. Geld. Wenn mir gar nichts. Oh. Man, hier schließt alles ein. Yeah.
mehr Zeit. Ja. Niemand kann mich aufhalten. Haha. Was zum Teufel? Sollen wir da mal reingucken? Ja. Brückenlage. Ah. Ein Händler. Ich hab schon lange keinen mehr. Oh, den wollte ich gar nicht verkaufen. Aber ich. Alter, sieht das scheiße aus. Ich hatte gerade so einen hässlichen Helm. Tierreihen muss ich auch denken. Was ist los mit denen? Das ist kompliziert. Halt's Maul! Der Abgrund. Na, da geht's in die Hölle. Speicherpunkt, warte, wir müssen noch den Punkt anschauen. Ah, eine Truhe. Ich komme. Trommelfell kaputt. Ich kann erst zu den anderen stoßen, wenn sie ihre Aufgabe beendet haben. Weltruin wird das dämonische Siegel zerstören, das dieses Tor beschützt. Schön, dass sie sich schon geschwätzt. Ach, der redet nur darüber, dass sein Schwert schwul ist. Los wie ein Hühnchen. Ohne Feder. Die Bestie liegt am Boden. Jetzt ist einfach alles gestorben. Wohl die. Der Belagerungsbrecher ist Stoff für Legenden. Die waren gerade guck mal, eigentlich ist doch voll das riesige Ding hier. Er gehört zu den ältesten Streitern der Dämonenfürsten, da er dank seiner Größe und Stärke jede Schlacht zu ihren Gunsten wenden kann. Ich wünschte, ich wüsste mehr über ihn, aber leider sind alle, die ihn bisher zu Gesicht bekommen haben. Obwohl der Kampf halt normalerweise nie auch so einfach ist. Ja. Aber nie auch. Normalerweise allein unterwegs. Hier ist nichts, gell? Die redet doch gerade. Bei mir nicht. Bei uns auch schon. Ich weiß von ihnen.
Das sind die Sündenherzen. Asmodan muss sie aus den Tiefen seines Reiches hervorgeholt haben, um seine Legionen zu stärken. Dann werde ich sie vernichten müssen, solange ich es noch kann. Das Dämonentor, durch das Asmodan die Hölle in diesen Krater gebracht hat, liegt in Trümmern. Ich werde die Sündenherzen zerstören, die seine Armeen versorgen, und mich dann dem Herrn der Sünde selbst stellen. Dun dun dun. Game over. Ihr habt eins meiner Spielzeuge getötet. Hey! Wer hat das weggedrückt? Ich nicht, weil ich zieh mir gerade was an. Könnte sein, das war ich. Das ist halt immer die Gewohnheit des Kids. Jetzt will ich einmal zuhören und dann drückt man's weg. Ja, das war bitter. Du kennst doch schon. Hey. Erst auf oben. Level up! Eiges Feuer. Welchen Gelüsten ihr euch gerade in den brennenden Höllen hingebt. Aber reißt euch los davon und bringt eure Töchter mit. Mir nach, Pfeile. Seht euch vor. Oh, hier ist gar niemand. Der Feind ist ebenso listig wie stark. Doch die Sterblichen waren immer schon leichte Beute für euch, nicht wahr? Pfeile greifen sogar so Steine an, wo man kaputt machen kann. Das ist verdammt lächerlich. Ich bin in Wahrheit also. Oh, da oben geht's durch. Oh, da unten ist nichts. Cool.
Die armen Dinger leben ein Leben endloser Qualen. Boah, es geht so heiß. Keine Ahnung. Ich guck mal eigentlich nur den Typen da hinten an. Ah, so dann. Es ist also Zeit. Das Zeitliche zu sehen. Eine Zweihandwaffe, die schlechter ist als eine Einhandwaffe, habe ich auch noch nie gesehen. Tja, dann. Ich kann ja auch einfach das hier nehmen. Tja, meine Damen und Herren, auf Wiedersehen. Oder Wiederschauen reingehauen. Aber bis zum nächsten Part. Aber man weiß ja nicht, ob das mit einem Video ist oder nicht. Stimmt. Trotzdem. Fühlt euch verabschiedet. Fahrt zur Hölle. So, solange wir hier auf Zargs warten, können wir doch eigentlich einen Clan erstellen. So, zuerst mal, mein Mic ist ein bisschen leise gewesen in den letzten Parts. Sollte jetzt hier in den nächsten Parts vielleicht wieder ein bisschen lauter werden. Also, erstellen wir doch mal hier den Clan. Das Problem ist, wie soll der Clan heißen? Hin und her. Ja, es war schon schwierig, hier einen Namen zu finden. G. Also es wird irgendwas mit Gerd. Hier einfach nur G. Natürlich darf ich hier überhaupt keine Sonderzeichen benutzen. Das probiere ich mal mit ein paar Xern davor und dahinter. Funktioniert auch nicht. Und sieht auch blöd aus. Mindestens zwei Zeichen. Ja, also auf jeden Fall bei dieser Clan-Erstellung ist der Sound weg gewesen, deswegen nehme ich das jetzt hier so ein bisschen nachträglich auf. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles mit Fenris besprochen habe, der ja hier gerade auch noch dabei ist. Und G.O.D. Der Name soll Guardians of the Galaxy heißen und natürlich habe ich hier falsche Buchstaben benutzt. G.O.D. heißt ja nicht Guardians of the Galaxy, sondern irgendwie Guardians of Death oder sowas. Wobei der Tag wäre schon ziemlich cool gewesen für unseren Clan. Die typische Art, das auszuschreiben. G-E-R-D. Guardians of the G. Ja, habe ich leider nicht mehr Platz hier. Also mehr Zeichen dürfen nicht benutzt werden. Also, ja, da habe ich jetzt gemerkt, dass G-O-D das falsche Kürzel ist, der falsche Tag für Guardians of the Galaxy oder Guardians of the G. Wir sind die G's.
Deswegen ändern wir hier den Namen nochmal so, dass man alles lesen kann. Jo, es reicht leider immer noch nicht, also müssen wir wohl oder übel hier alles zusammenschreiben. Sieht jetzt aus wie ein bisschen Buchstabensalat. Aber jetzt passt es zumindest. Und wir machen mal die Anfangsbuchstaben immer groß, damit man die Wörter ein bisschen voneinander trennen kann. Jo, das sieht doch schon mal gut aus. GG, Kürzel für Good Game sozusagen, Guardians of the Galaxy. Liefern ein gutes Spiel ab, will ich hoffen. So. Gleich mal hier die zwei Kollegen mit dazu einladen. Erstmal sehen, was so in den Einstellungen geht. Rangname Mitglied, ja. Da sieht man schon den Verlauf. Ich bin in den Clan beigetreten, beziehungsweise ich habe ihn ja erstellt. So, jetzt kann ich gleich mal hier den Fenris dazu einladen. Da sieht man sozusagen die Seite. Ja, man kann weniger Seite nennen als eher so ein Fenster der Götz. Und Zarx wird auch nochmal eingeladen. Da ist er auch schon in der Gruppe. Jetzt muss er nur noch hier in den Clan, dem Clan beitreten. Jo. Das ist ihm halt nur noch mal eine Einladung. Und zwar hier. Den Clan einladen. So. Da hat er angenommen. Dann kann ja hier. Dann können ja jetzt die Guardians of the Galaxy mal richtig durchstarten. Mit offiziellem Clan. Also GG, Good Game für Guardians of the Galaxy. Wieso bin ich hier Level 36 und Zarx schon 39? Ich glaube, der hat ohne uns gezockt. Naja, gucken wir nochmal rein hier. 22 Paragon Stufe. Da sind unsere Helden, denen wir gerade online sind. Ja, das ist schon ziemlich gut. Sieht ziemlich gut aus. Dann kann eigentlich das Spiel weitergehen.